Oh, ein schönes Spiel. Hat Spaß gemacht. Ich finde, man hat schon gesehen, dass Hertha mit Ball uns schön laufen lassen hat, aber wir haben alles in die Waagschale geworfen. Gerade erste Halbzeit, denke ich, das Spiel sehr ausgeglichen gestaltet. Zweite Halbzeit haben wir gut verteidigt, nicht so viel zugelassen, hatten da nicht mehr so die großen Möglichkeiten. Aber ich denke, wir haben uns hier echt gut aus der Affäre gezogen. Wie wichtig oder wie aussagekräftig sind so eine Spiele für einen Regionalligisten? Gar nicht. Also wir haben gesehen, was möglich ist, wenn wir an unsere absolute Leistungsgrenze gehen, dann hat, denke ich, auch ein Zweitligist Probleme. Aber an sich hat das Spiel keine Aussagekraft, weil Hertha hat auch getestet, hat in der Halbzeit komplett umgestellt. Von daher, wir freuen uns, dass wir das hier heute ganz gut gemacht haben, aber mehr auch nicht. Und wie sehr hat der Regen Einfluss aufs Spiel genommen? Sehr, sehr. Das hat er dann geschüttet wie aus Kübeln. Wurde dann für beide Mannschaften ein bisschen schwieriger, aber hat Spaß gemacht. Solche Spiele sind schon geil dann, wenn es komplett nass ist. Im Vorhinein wurde ja auch ein bisschen über das Spiel diskutiert. Die eigenen Fans haben das Spiel auch boykottiert, zumindest die aktive Fanszene. Da gab es halt keinen Support. Wie ist es auf die Mannschaft irgendwie, also wie ist es bei euch angekommen? Heute jetzt weniger. Ich muss sagen, es war eine gute Stimmung hier im Stadion. Ich habe jetzt im Spiel wenig davon mitbekommen, aber ich kriege sowieso im Spiel wenig davon mit, weil ich im Tunnel bin. Das sollen die Fans so machen.